Berlin, Metropole der Obdachlosigkeit. Mindestens 10.000 Menschen leben hier auf der Straße. Job weg, Wohnung weg, Alkohol, Drogen, Familienstreit, nur einige Gründe. Joey Kelly will wissen, wie überlebt man als Obdachloser, wie bekommt man etwas Geld, wo bettelt man am besten. 3 Tage wird er für Stern-TV auf der Straße leben. Ja, es ist verrückt. Wir sind in Berlin, es ist eine Weltstadt. Die Menschen hier in den Büros arbeiten, leben. Es gibt Menschen, die verdienen hier viel Geld. Und dann gibt es Leute hier vorne am Bahnhof Zoo, die halt quasi überhaupt um Existenz kämpfen. Joey hat nichts dabei, außer Plane und Schlafsack. Ich habe keinen Plan. Ich bin am Bahnhof Zoo, ich starte jetzt hier. Ich werde halt schauen, ob ich Obdachlose finde und fragen, wo man hier am besten übernachten kann. Besonders wählerisch kann Joey dabei nicht sein. Lange suchen nach Obdachlosen muss man in Berlin nie. Der junge Mann mit obligatorischer Tüte heißt Enrico. Er sei abgedriftet durch herbe Schicksalsschläge, sagt er. Enrico ist 30 Jahre alt. Ich habe ja auch zwei Kinder gehabt. Du hast 2 Kinder? Ja, ein Mädchen und ein Junge. Wie alt sind die? Die sind durch einen Unfall umgekommen. Was? Das heißt, deine Kinder sind gestorben? Ja, die sind tot, ja, durch den Unfall damals. Autounfall? Ja. Deine Frau lebt noch? Nee, die ist auch tot. Wie alt warst du da? Wie lange ist das her? Da war ich 26 ungefähr. Jetzt 4 Jahre her? Ja. Wahnsinn. Enrico sagt, die Mutter starb an Krebs, den Vater kenne er nicht. Er sei ohne Bleibe, schlafe draußen oder im Heim und lebe von Pfand. Hier, ich habe eine für dich. Oh, danke schön. Ja? Enrico ist menschliches Treibgut. Wer durch eine Krise die Wohnung verliert, verliert rasch Würde, wird Bittsteller, Almosenempfänger. Man kann Berlin viel vorwerfen, dass es zu wenig Anlaufstellen für Bedürftige gibt, nicht. Joey landet an der Bahnhofsmission. Etwa 50 Menschen sind da. Für einen Essensgutschein kommt er heute indes zu spät. Herbert hat im Knast gesessen. Du hast ja, wenn ich sagen darf, gesessen. Ja. Wenn du rauskommst, gehst du direkt auf die Straße? Ja, wenn du drinnen dich nicht kümmerst, irgendwas, dass du eine Wohnung kriegst oder dass du die Hilfe annimmst drinnen, weißt du, dann bist du wieder draußen auf der Straße, 100%. Das heißt, du landest vom Knast direkt auf die Straße? Ja, klar, weil das ist ein altes Milieu. Das ist hier auch so ein bisschen Gemeinschaft, so wie ich es verstehe? Ja, das ist hier wie Familie, die meisten. Nein, das stimmt nicht. Ja, viele, sagt man mal. Erzähl nicht Falsche. Wie und wo kriegt man Geld? Wie und wo bettelt man am besten? Wenige Meter vom Bahnhof Zoo wieder ein junger Mann mit Tüte. Marcel. Wie alt bist du? Ich bin 29. Du bist 29, so jung. Ja. Bin seit 6 Jahren auf der Straße. Seit 6 Jahren, ja? Hab bis heute noch nicht geschafft, irgendwie Wohnung zu finden. Warum bist du auf der Straße? Hast du Drogenprobleme? Familienstress. Meine Familie hat mich rausgeworfen. Deine Familie, ja? Dann bin ich abgerutscht, hab Drogen genommen, Alkohol. Dann bin ich mehr hochgekommen. Wo schläfst du denn hier? Sicher, also ist das gefährlich? Meistens schlafe ich hinten im Park. Da hinten im Park? Hinten im Park. Einfach so unterm Baum? Unterm Baum. Marcel kommt aus Frankfurt am Main. Er finanziert sich aus einem Mix aus Sozialgeld, Betteln und Schnorren. Joey wird ihm dabei heute Gesellschaft leisten. Beide betteln am Breitscheidplatz. Und es laufen auch viele vorbei, so ein bisschen von oben herabschauen. Die werfen da nichts rein. Betteln, ein Angriff auf die Würde. Ein oft trostloses Geschehen. Ah, 2 Stunden. 4,21 €. Also man kann mehr zusammenkriegen, aber es ist halt heute Sonntag und heute ist halt nicht so viel los auf den Straßen und da ist es halt ein bisschen anders da. In Marcels Welt voller Risse baut sich schon das nächste große Problem auf. Marcel, du hast vorhin eine Nachricht bekommen von deiner Ex-Freundin. Ja. Was war das? Ja, sie erzählte mir, dass sie schwanger ist. Und ob sie jetzt von mir ist, wissen wir nicht. Das stellt sich jetzt morgen raus. Wir gehen morgen zusammen zum Frauenarzt. Das ist meine Ex-Freundin gewesen. Wäre für mich ein Schock, weil ich jetzt auf der Straße lebe, ich es einfach nicht finanzieren kann. Und ich möchte dem Kind gerne auch was bieten. Ich möchte den Menschen was bieten, dass dann auf die Welt kommt. Ich möchte meiner Ex-Freundin was bieten. Hast du einen Lösungsvorschlag? Es ist schwierig, wie soll ich das machen? Es ist später Nachmittag. Joey hat Hunger. Er hat erfahren, am Hansaplatz verteilt die Obdachlosenhilfe kostenlos Essen. Unter einer Brücke ein Transporter, 50 Bedürftige. So, hast du was bekommen? Ja.
Das ist so ein Topf. Mach ich das satt? Satt nicht, aber schmeckt gut, weil man einfach Hunger hat. Ja. Wenn du den ganzen Tag nicht isst, dann die Kartoffeln sind ja, sag mal, ja nicht durch, aber egal, es schmeckt trotzdem gut. Noch hat Joey das große Problem. Wo soll er schlafen? Mindestens 10.000 Menschen fragen sich das täglich in der Hauptstadt. Zurück am Bahnhof Zoo. Ein Kaffee und Essen Teil 2. Auch Marcel treibt sich noch herum. Er hat schon eine Bleibe. Die geben sich auch jeden Sonntag richtig Mühe. Und dann kriegt ihr auch Bekleidung. Bekleidung bekommen wir und halt Lebensmittel. Zu ihrem Schlafplatz brechen Anja und Hans auf, ein Pärchen, mit Hündin Pepper. Joey darf sich ihnen anschließen. Anja ist 31, seit 14 Jahren obdachlos. Familie kaputt, Heim, Alkohol. Hund Pepper ist Anjas große Liebe. Ja, ist meine beste Freundin. Wenn ihr was passiert, dann kann ich mich nicht aufhängen. Ohne meinen Hund geht gar nichts. Den Mann kann ich ersetzen, einen Hund niemals. Ihr Zuhause liegt an der Spree, direkt unter einer Brücke. So, die Ecke ist scheiße, weil da kriegst du die Hunde hin und da zieht's. Und die lange Ecke, die kannst du nehmen. Und die ist richtig gut. Mann, da habe ich schon ohne Schlafsack, noch dieses Jahr, ohne Schlafsack, ohne Isomatte, nur mit den Klamotten, die ich am Leib habe, geschlafen und gut gepennt. Obwohl alles hier geschneit hatte. Ich bin erst seit dem 24.01. auf der Platte. Ich war mit 17 schon mal auf der Platte. Bin aus dem Zelt zur Arbeit gegangen und wieder zurück. Und das jeden Tag. Über 3 Jahre. Dann konnte ich es mir endlich geschafft, eine Wohnung zu kriegen. Dann war ich 12 Jahre lang mit einer liiert. Habe die vor 4 Jahren verloren. Und danach ging es nur noch bergab. Meine Perspektive, ich suche die ganze Zeit eine Wohnung, aber schwer mit einem kleinen Hund, der ohne schwanger ist. Genau das. Das ist Wahnsinn. Es gab schon kältere Nächte dieses Jahr. Prognose für heute, -2 Grad. Ich bin froh, dass ich euch kennengelernt habe. Leck mir am Arsch. Nachts macht Hund Pepper seinen Job. Sie beschützt ihre Leute. Und das ist richtig so, das soll sie auch machen. Dann ist sie auch noch schwanger, also spenden sie gerne angenommen. Wir haben mehr Essen für den Hund als für uns teilweise. Das heißt, die Hunde jetzt besser als ihr? Ja. Immer erst der Hund. Ja. Weil wenn der Hund weg ist, dann sind unsere Sachen im Zweifelsfall auch weg. Ohne Matratze, schlafen ist eine Tortur. Ich frage mich, wie machen die das? Ich kann nicht so gut schlafen, das ist viel zu kalt. Der Boden ist auch hart. Ein bedrohlicher Schlaf. Obdachlose sagen, ein Auge ist immer wach. Habt ihr nicht Angst? Ich meine, du bist ja voll ausgeliefert. Wenn abends hier 2, 5 Leute vorbeikommen, die treten dich tot. Die treten dich auch tot, ja. Das ist alles schon vorgekommen. Jetzt nicht hier, aber an anderen Stellen. Du hast aber ja keine alleine Chance. Ist immer gefährlich. Hündin Pepper hat auch diese Nacht aufgepasst. Hauptsache erstmal Frühstück. Erstmal Frühstück. Frühstück. Hans spendiert Joey Heringsfilets mit Weizentoast. Anja beginnt den Tag mit Weizenkorn. Weizen ist gesund, hat mein Opa schon gesagt. Ja, das stimmt, ja. Ja, aber hier auf der Straße ist auch richtig. Ich lebe eigentlich vom einen Tag in den anderen hinein. Also, ja, Überleben ist wichtig. Und immer einen sicheren und trockenen Platz haben. Könnte regnen. Bald darauf der Alex. Viele Menschen, viele Touristen, viele Mülleimer. Pfand ist Joeys Idee zum Geldmachen. Doch die Idee ist Müll. Es herrscht Riesenkonkurrenz. Nirgendwo auch nur eine einzige Flasche oder Dose, die lange unbeachtet blieb. Überlaufen hier, ne? Es ist ja Horror. Also hier ist es noch schlimmer als gestern. Die zweite Option, irgendwie an etwas Geld zu kommen, bietet sich wieder an. Betteln. Ein guter Platz scheint der Eingang zum Bahnhof am Alexanderplatz. Hunderte, die rein und raus gehen. Weit über eine Stunde sitzt Joey. Das Resultat? Gar nichts.
Nix. Hier vorne ist ein Mülleimer. In einer Stunde 7 Mal haben Leute reingeschaut wegen Pfand. Tagesausbeute bisher 2 Flaschen. Das macht als Verdienst. Das sind 6 Cent. Joey kauft sich 2 Brötchen als Snack. Für einen Belag reicht es nicht. Nachmittag, Warschauer Straße. Oben pulsiert die Stadt, unten hocken Ausgeworfene. Dennis hat zwar nichts und doch hat er Joey zum Bier eingeladen. Wie lange bist du schon auf der Straße, Dennis? Seit letztes Jahr Oktober bin ich hier auf der Straße, also lebe ich hier. Trinkst du viel? Na, 6-7 ja. Bier trinke ich schon am Tag. Ja. Aber Drogen nimmst du nicht oder auch? Ja, ab und zu mal Marihuana. Ja? Ja. Was nimmst du? Marihuana. Hast du einen Beruf gemacht oder gar nicht? Ich habe Beruf gemacht, Tischler habe ich gemacht. Ich habe in Baden-Württemberg als Tischler gearbeitet. Aber richtig gelernt habe ich keinen Beruf. Ja. Im Knast warst du auch? Im Knast war ich auch. 2015 bin ich im Knast gegangen. Bis 2017. Wohnung weg, alle gleich nach 6 Monaten wurde gekündigt und so. Und alle weg. Und seitdem bin ich obdachlos. Dennis haust hier seit 5 Monaten auf dem Boden. In die Wandnische darf Joey für die Nacht. Normalerweise schläft dort ein polnisches Paar, aber die sind seit Tagen verschwunden. Wie man chillen soll, wenn Einkaufszentrum, Bahnhof und Konzerthalle in der Nähe sind, ein Rätsel. Vor Dennis' Haustür wird täglich sauber gemacht. Hat er Angst vor dem Tod? Manchmal habe ich hier schon gelegen und habe gesagt, ey, hol mir doch einfach, ja. Lass mir doch erfrieren oder sonst was, hol mir einfach. Nee, habe ich nicht, habe keine Angst. Ist dir dein Leben egal oder ist es nicht viel wert? Ja, egal ist es nicht, aber ich hab mein ganzes Leben war bis jetzt nur ein Haufen Müll, ja, nur Scheiße, nur Schrott. Ja, ich habe nicht irgendwie, wo ich sagen kann, irgendwie, ich habe Freude irgendwas gehabt, ja, so irgendwie so ein schönes Erlebnis oder so, ja. Weil ich habe nie richtig Familie gehabt, ja. Meine Familie ist ein Haufen Scheiße, ja, Schrott, ja. Doch auch der Alkohol hat Schuld an seiner jetzigen Situation. Ich bin nicht kriminell. Ich habe immer mit Polizei Stress. Nur mit Polizei wegen der ganzen Scheiße. Nur weil ich dann immer gesagt habe, so, wenn ich besoffen war, richtig. Und die wurden mir so aggressiv. Und dann habe ich immer nur gesagt, hey, Hitler oder so. Weißt du? Plötzlich ein Krach aus dem Nichts. Ein Betrunkener will den Schlafplatz von Dennis. Joey schlichtet. Wenn mich so ein Spacko da die ganze Zeit auf die Dennis Straße, ist in Ordnung. Straße rumhängen, nicht klappt. Wir haben uns kennengelernt vor ein paar Stunden. Weißt du, da ist dann einfach eine blutige Fresse. Nein, ist dann Dennis, hier. Weißt du, kann man erstmal ein paar Tage ins Krankenhaus. Weißt du, Legerei bringt nichts. Das bringt nichts. Spacken, also. Halbe Fresse, Alter. Ja, Klamotten. Fresse, Alter. Dennis bleibt verschont. Der Mann beruhigt sich mit Hilfe von saurem Schnaps. Eine alltägliche Situation, oft mit blutigem Ende. Joey wühlt sich in Schlafsack und Plane für eine unruhige, kurze Nacht. Der saure Schnaps hat Frieden gebracht, vorerst. Doch jeder auf der Straße führt generell Krieg mit dem Körper, betreibt Raubbau. Ich glaube nicht, dass die Jungs lange leben. Das kann man gar nicht. Das ist ja Hygiene. Der Immunsystem ist total im Keller. Die hauen sich alles, was sie kriegen können. Die nehmen auch alle Drogen. Ne? Also das billigste Dreck, was sie kriegen können, alles. Es ist eine Dröhnung einfach. Die leben nur heute und jetzt. Der 3. Tag für Joey auf der Straße. Er will zum Brandenburger Tor schnorren. Viele Touristen, wenigstens hier müsste es doch ordentlich viele Spender geben. You have money maybe a little bit? Ja. Interesse haben die Menschen dort nur für Monumente. Der Bettler nervt nur. Also wenn jemand jammert, ich kann ihm nur empfehlen, 3 Tage bin ich auf der Straße. Das macht Demut, definitiv. Man ist einfach dankbar, was man hat, dass man halt quasi einen Schutz hat, Familie, eine Aufgabe, dass man halt Geld verdienen darf und gesund ist. Bis zum Mittag gab es für Joey dort 0 Euro und 0 Cent.